Nach dem Minister hat sich noch einmal der Verkehrssprecher der Grünen zu einer Berichtigung zu Wort gemeldet. Schwarz-weiß. Aber Herr Minister, jetzt verblüffen Sie mich wiederum. Erstens, es ist richtig, es gibt erste Tests, aber Sie sind nicht bereit, bisher zumindest diese Pickerl-Überprüfung auf moderne Standards, die heute anwendbar wären, umzustellen. Und da geht es um diese große Masse an jährlichen Überprüfungen. Da könnte man wirklich Dinge großflächig verändern zugunsten der Umwelt und weniger Luftschadstoffe. Aber das Zweite, dass Sie stolz sind auf die Umstellung der Bemautung bei den Lkw, das verblüfft mich. Richtig ist ja, dass die externen Kosten stärker eingerechnet werden als bisher. Die betreffen aber von dem riesigen Mautkuchen bei den LKWs, der macht ca. 1,8 Milliarden aus, lediglich 3%. Gleichzeitig haben sie die Spreizung bei der Maut bezogen auf die Euroklassen so gut wie abgeschafft. Das hat dazu geführt, dass ein ganz großer Spediteur im Umland von Wien sich bei mir aufregt. Er hat die Hälfte seiner Lkw auf Euro 6 umgestellt und er hat jetzt die viel größere Preissteigerung bei der Maut von einem Jahr als das, auf das andere gegenüber denen, die mit Euro 2, 3 oder 4 noch auf dem Weg sind. Das heißt, Sie haben einen Schmäh angewendet, in einem ganz kleinen Sektor ökologische Maßnahmen zu setzen. Aber beim großen Anteil des Mautkuchens von Lkw-Mauten haben Sie zu Lasten der modernsten Lkws umgestellt. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Das hat Ihr Vorgänger verhandelt mit der Wirtschaftskammer. Die haben sich da für ihre Mitglieder viel ausgeholt. Aus ökologischer Sicht ist das Signal, das Sie mit dieser Mautnovelle gesendet haben, eine Katastrophe.